Hallo Leute, ciao von Andrea Unger aus Italien. Heute will ich mal eine Antwort geben auf jene, die mich fragen, warum ein Trading System nach der Entwicklung nicht mehr so gut verdient wie im Backtest. Das ist eigentlich so. Es gibt zwei Antworten. Die erste ist natürlich, dass wir, auch wenn wir sehr gut sind, sehr schlau und flexibel, wir werden immer irgendwelche Regeln im System schreiben, die ein bisschen übertrieben sind. Das heißt, Overfitting heißt das. Und auch wenn wir gute Regeln, die eigentlich Sinn haben, in dem Code schreiben, irgendwie adaptieren wir diese Regeln auf die Vergangenheit. Und das ist menschlich. Ich meine, wir werden niemals ein System handeln, was Geld verloren hat. Und wir wollen auch schöne Systeme haben. Und dann werden wir in jedem Fall irgendwelche Regeln reinstecken, die dann nicht unbedingt in der Zukunft noch gültig sein werden. Es ist ein bisschen wie wenn wir ein Kleid machen und wir haben genaue Maßen, Bauch, Schultern und so weiter. Aber wir nutzen nicht genau wie wir heute sind, sondern so ein durchschnittliches Wert von der Vergangenheit. Und dann haben wir unser Kleid und wir entdecken, dass wir jetzt ein bisschen fetter sind und das Kleid ist nicht mehr in Ordnung, wie wir gedacht hatten. Und das ist auch mit den Strategien. Es passiert so, dass wir etwas auf der Vergangenheit entwickeln, mit Werten, die durchschnittlich sind, die Sinn haben, aber die nachdem nicht unbedingt so sauber funktionieren werden, wie es gewesen war. Dann zweitens passiert Folgendes. Wir finden ein Edge, heißt das auf Englisch, also ein Vorteil in den Märkten, eine Ineffizienz. Und wir handeln diese. Das Problem ist, dass wir nicht die einzigen Händler sind. Es gibt Händler der ganzen Welt und die anderen sind auch schlau, wie wir sind. Und die werden langsam oder schnell auch diese Ineffizienz entdecken. Und wenn wir mehrere Händler dieselbe Ineffizienz handeln, wird diese Ineffizienz kleiner. Das heißt, wenn wir denken, wir steigen hier ein und steigen hier aus, weil auf irgendwelche Gründe das funktionierte, wenn wir 100.000 sind, die das machen, dann werden einige ein bisschen höher einsteigen, einige werden ein bisschen früher aussteigen, dass sie noch das Vorteil haben. Und zuletzt geht diese Ineffizienz weg. Und wir haben keinen echten Vorteil mehr, das zu handeln. Und das ist so, also je mehr das entdecken, desto schwacher wird die ganze Struktur im Markt. Das passiert und man kann es nicht vermeiden. Das ist ein bisschen wie wenn wir in Urlaub gehen und am Sonntag zurückkommen, da gibt es sehr viel Verkehr, dann sagen wir, okay, wir sind schlau, wir kommen am Montag zurück, okay? Und das hat funktioniert, ich habe das auch getan. Aber dann gab es mehr und mehr Leute, die am Montag zurückkamen und zuletzt hatten wir auch am Montag Verkehr. Also die Lösung war, entweder kommen wir normal zurück oder kommen wir am Dienstag zurück. Und das kann noch klappen, vielleicht finden wir am Dienstag keinen Stau mehr, aber wir haben andere Probleme. Wir brauchen einen Tag mehr Urlaub. Wir können vielleicht bei unserem Job Probleme haben. Unser Boss ist vielleicht nicht zufrieden. Und zuletzt haben wir keinen echten Vorteil mehr. Ich meine, wir finden keinen Stau, aber wir haben andere Probleme und das lohnt sich nicht mehr. Und das ist auch im Handel so. Wenn wir eine Effizienz handeln, die aber sich nicht mehr lohnt, weil sie zu klein wird, dann gibt es keinen echten Vorteil. Wenn ich 10 verdiene, aber 20 zahle, wegen Gebühren und so weiter, dann bin ich ein bisschen doof und habe eigentlich keinen Vorteil. Es ist besser, wenn ich das überhaupt nicht handeln werde. Das ist so also. Overfitting, auch wenn wir schlau sind, auch wenn wir gut sind, das ist irgendwie drin. Und die Märkte werden immer effizienter und effizienter, damit sie die Ineffizienz, die wir haben, irgendwie löschen werden. Die Lösung, es gibt keine echte Lösung, wir müssen immer studieren, immer neugierig sein und immer neue Ansätze entwickeln, studieren, entdecken, neue Instrumente und so weiter. Das ist die einzige Lösung. Leider muss man immer fleißig sein. Das ist die einzige Lösung, die man hat.
Das war's. Ich hoffe, dass es irgendwie helfen kann. Sie können meinen Kanal abonnieren, so haben Sie Nachrichten, wenn es neue Videos gibt. Am Moment sage ich nur noch Ciao aus Italien von Andrea Unger. Ciao.